Jo, und hallo auf dem Kanal, so nennen wir auf live. Hier gibt es neue Aufträge, hier gibt es neue Aufträge. Und weiter geht's. Oder auch nicht. Okay, gibt es tatsächlich nicht. Es gibt ja keine neuen Aufträge. Ich glaube, dafür muss ich mich erstmal hier genug einschleimen. Sprich, erstmal Holz besorgen. Damit die ein bisschen holzvolle Hütten haben. Ne? Das ist wichtig. Was haben wir hier noch so alles? Moment mal. Ich habe keine Heilkunde. Ich habe doch gerade geheilt wie doof. Gesteigert. Heilkunde, da habe ich gerade mal. Da habe ich gerade mal Rang 2. Hier ist nichts mehr zu. Egal, das weiß ich gar nicht. Egal! Ich muss hier raus. Ich bin durcheinander. So, ich habe natürlich mal wieder gemacht, ohne was zu zeigen, aber ich habe gerade mal geguckt, ob ich hier Heilkunde steigern kann, aber Heilkunde ist halt nur auf 2 gewesen. All das Leid letztlich lohnt. Ein Teil eines Lagerprotokolls. 42 stumpfe Hiebwaffen, 123 Schwerter, 12 Armbrüste, 39 Harnische leicht, 15 Harnische schwer. Verletzt 26, gefallen 13. Da muss man ja alles auch aufschreiben, ne? Sonst ist man ja im Arsch, das wissen wir ja. So, und weiter geht's. Ich will hier nicht verrecken. Ja, verreckt doch woanders. Ich will hier nicht verrecken. Linderung. Nur ein wenig Linderung. Ich will hier nicht verrecken. Ein nach Rosen duftender Brieffetzen. Das ist ja mal was, ne? Ein nach Rosen. Na, mal gucken, was da drin steht. Sie fragen jeden Tag nach dir. Aber ich weiß nicht mehr, was ich ihnen über ihren Vater sagen soll. Ich verstehe nicht, für wen du kämpfst, Geliebter. Bitte komm zurück. Ich verstehe nicht, für wen du kämpfst. Bitte komm zurück. Ja. Weil sie halt irgendwie nicht weiß, für was er kämpft. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Oder für wen er kämpft. Oder jetzt habe ich es geschnallt. Ich brauche manchmal ein bisschen länger. Was ist denn hier los? Ey, rumlungern oder was? Wieso musste ich hier rein? Da steht noch was an der Wand. Eine prunkvolle Inschrift. Aus 7 wächst der erste Paladin. Darunter stehen die Namen Chiron und Kalandra. Zwischen 5 weiteren Zeilen, die allerdings vollkommen blank geschliffen wurden. Aha. Sind nur noch wir beide übrig, oder was? Das könnte natürlich sein, ne? Wie viele haben wir denn? Aber ich habe doch nur 3 getötet. Ja, Kalandra könnte ja auch noch ein paar getötet haben. Ich verstehe nicht. Ich soll da reingehen. Aber was soll ich dann da drin? Ach so, das soll das Holz besorgen. Oh Mann. Hoffentlich sieht das keiner. Gott sei Dank lade ich das nicht auf YouTube hoch. Das wäre echt peinlich. Da habe ich schon mal so ein. Das ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Solus, nicht wahr? Ich hätte ein paar Fragen. Na dann. Warum bekämpfst du Azarel? Pragmatismus. Loyalität? Wie du willst. Was meinst du damit? Unter Xeran waren wir noch eine richtige Kirche. Wir waren reich. Wir waren mächtig. Unsere Gewänder waren auch viel prunkvoller. Und
einzigartig. Ich konnte mich nie mit diesem vergeistigten Geschwafel von Azarill anfreunden und auch nicht mit ihrer Verlogenheit. Ich sage immer, eine Kirche braucht Prunk und Schwerter. Das erste für die Gläubigen, das zweite für die Schwierigen. Überreden! Man sagt, dass die Bobarat-Kirche unter Xeran dekadent wurde und sich nur um Gold drehte. Sagen wir, es ist nicht ganz frei erfunden. Glaubst du wirklich, dass es bei Kalandra wieder so werden wird? Sicher nicht. Kalandra glaubt an ihre Revolution. Und sie will den Menschen helfen. Eine merkwürdige Vorstellung von Bobarats Lehre, aber das ist ihre Sache. Vorhin habe ich über Loyalität gesprochen. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich kämpfe. Xeran hat viel für mich getan. Als sie mich hängen wollten, gab er mir eine Chance. Nicht jeder Pirat hat so viel Glück. Er bekam meine Beute, ich bekam mein Leben. Und sehr viel Macht. Azarill hat die Kirche zum Werkzeug ihrer Macht geformt. Sie stand gegen Xeran und verfälscht Borbarats Lehre. Es ist meine Kirche. Das macht die Revolution zu meiner Sache. Oha. Warum bekämpfst du Azarill? Pragmatismus, Loyalität, wie du willst. Was meinst du damit? Unter Xeran waren wir noch eine richtige Kirche. Wir waren reich. Das Ende weiß ich nicht, aber das habe ich doch schon alles gemacht. Immer. Bis später. Uha. So, aber ich muss mal kurz mal in den Optionen. Audio. Ist das jetzt so leiser geworden? Eine prunkvolle Inschrift. Siehe, Gläubiger, es sind derer sieben gewesen, welche den Dämonenmeister zeitweilig bezwangen. Sieben Gezeichnete mit sieben kleinen Gaben, die die alten Götter mit Mühe und Not zusammenkratzten, um Bobarat, den Alveranier des verbotenen Wissens, in seinem Lauf zu stören. Doch wisse, Gläubiger, dies alles findet seine Gegenkraft, denn aus sieben wächst der erste Paladin. Ja, das ist eine sehr, sehr nette These. Die sieben Gezeichneten. Boah, das ist schon lange her, aber der Begriff, die sieben Gezeichneten, also das ist die sieben Gezeichneten, das ist wirklich etwas, was hängen geblieben ist. Interessant. Sieht so aus, als wären die eingefroren auf dem Weg zu dem, was immer das ist. Und etwas fehlt anscheinend auch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Kodex-Eintrag.
weiß nicht, also das werde ich jetzt hier alles nicht vorlesen. Ich hätte mir die vielleicht mal vorher angucken sollen, ne? Die ganzen Götter, die hier stehen. Demologie. Die neuen Götter, Xeran. Ich meine, wenn man hier so eintaucht, das ist schon sehr umfassend alles. Das kann ich versprechen. Tutorial, Mythos. Ich weiß nicht, stehen zum Beispiel hier die 7 Gezeichneten drin. Die neuen Götter. 12 Götter, die Gaben, die Gabe. Halbgötter, Orden und Kulte. Nee, Persönlichkeiten. Land und Leute. Nee, leider nicht. Schade. Ich hätte mir die vielleicht mal vorher angucken sollen, bevor ich einfach irgendwie drauf drücke. Was ist da oben noch? Nix. Ist einfach nur so. Kann man so hingehen. Ich gucke nochmal auf der anderen Seite. Man weiß ja nie so genau. Vielleicht ist ja doch irgendwas. Ich muss ja immer alles beglotzen, ne? So bin ich halt. Ha, hier ist Holz. Jetzt habe ich sogar gefunden, ohne den Kompass da oben. Das ist allerdings sehr ungewöhnlich. Oh Mann. Die bewachen noch irgendwas, ne? Irgendwas ist hier noch. Die Barrikade ist stabil. Toll. Sowas wahrscheinlich habe ich auch erwartet. Na, was ist wahrscheinlich? Das habe ich auch erwartet bei den Starttouren. Ne? Na nu. Ja, wollen wir mal gucken, wo uns diese Tür hinführt, aber nicht mehr in diesem Teil, denn der Teil ist vorbei. Und ja, ne, du kennst ja den ganzen Käse. Wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder. Habt noch ein schönes Wochenende. Quatsch. Ja, nächsten Dienstag sehen wir uns wieder. Habt noch ein schönes Wochenende und viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss.